Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns das neue Event an. Das war zu 2.6 mit angekündigt, wurde jetzt natürlich ein bisschen nach hinten verschoben, aber es ist da. Würze aus dem Westen. Praktisch, wir mixen Gewürze, stellen besonderes Essen mit den Gewürzen her, können das den NPCs, glaube ich, in unserer Kanne geben. Dazu müsste man die Kanne freigeschaltet haben und müsste die NPCs hingestellt haben, wenn man das machen muss. Das heißt, man muss Abenteurerstufe 28 sein, Story soweit gemacht haben und hier oben mit der alten Madame Ping gesprochen haben, dass man die Teekanne auch bekommt. Also ne, zur Voraussetzung. Mindestens Abenteuerstufe 28 und oben sich den Teepot von Madame Ping geholt haben. Nicht, dass einer sich wieder beschwert, ich kann das nicht machen, das geht nicht. So, und wir sollen hier jetzt irgendeinen NPC treffen. Da. Hat die vergessen, wie man ordentlich redet, oder? Ich habe eine sehr ehrgeizige Freundin namens Pavina. Sie erzählt mir einmal, dass sie ein Gewürz herstellen würde, das alle Menschen glücklich machen würde. Das ist kein Gewürz. Hä? Wie soll ein Gewürz das machen? Ja, das frage ich mich auch. Immer noch keinen Skip-Button eingeführt haben, ne? Okay, also sie ist aus Sumeri, also dem 3.0-Gebiet. Oder wie auch immer sich das ausspricht. Okay. Nee. Zu Meru? Hä? Hab ich nicht. Ja, okay. Genau, das ist halt, dass wir die Gewürze nehmen, die mit
Essen kombinieren, spezielles Essen rausbekommen und halt an unsere NPCs in der Kanne verfüttern können, die dadurch halt Figuren beziehungsweise Freundschafts-XP, Freundschaftserfahrung bekommen, dass die halt schneller auf Stufe 10 gehen, damit man schneller ihre Banner bekommt. Oberfläche eintritt. Die Zutaten bekommt man bei den und dem Händler. Okay. Also ja, die Story ist jetzt nicht besonders. Halt eine Möglichkeit zu erhöhen auf eine 3. Jedes Mal, wenn du ein neues Rezept freischaltest, erhöht sich die Höchstzahl an Möglichkeiten, mit denen du die Freundschaft nehmen kannst. Okay. Aha. Also auf die Sachen darf ich das benutzen irgendwie. Check. Gucken wir uns die Belohnung an. Okay, ja. Scheiße. Warum wird das von sehr guter, sehr geiler Belohnung zu einfach nur Trash? Warum? Warum geht das mit den 60 Urgesteinen hier nicht weiter? Schmeißt das Geld weg? Schmeißt diese Mini-XP, Figuren-XP-Dinger weg? Braucht keiner, macht da Urgestein hin. Was soll denn das? Also, dreimal ein Rezept der Stufe 1 machen, dreimal ein Rezept der Stufe 2 machen, okay. Ich nehme mal an, das wird dann immer andere Schwierigkeit sein. Stuff haben wir. Davon hatte ich bis vorgestern 0. Habe ich noch die letzten paar Tage durchgesammelt. Okay. Und dann schaltet sich das immer nach und nach frei nach Tagen wieder. Ja. Es wird auch gesagt, wo die Sachen zu bekommen sind, wenn man sie so nicht hat. Okay, ja, das ist nochmal die Standarderklärung. Dann machen wir mal. Okay. Das ist ein bisschen schneller beim Klicken, aber. Okay. Das war das. Ich nehme mal an, das war jetzt eine Stufe 1. Ich muss mal was schauen. Ich lasse das mal kurz durchlaufen. Genau, immer wenn es an irgendeinem Ende ankommt, was es nicht machen soll, wenn man vorher Stopp drücken muss, zieht es was ab. Also am besten. Okay, ja. Man muss oben. Was oben angezeigt wird, die Dinger denn nehmen und nicht einfach nur drei random Sachen. So wie ich es verstanden habe. Also hier wollen wir zuerst die Minze, dann den Pfeffer und dann das Pferdedingszeug. Ja. Okay. Und wir können anscheinend trotzdem weitermachen. Auch wenn wir es nicht müssten.
Okay, ja, das war denn dieses Ein-Sterne-Ding. Dreimal, beziehungsweise jetzt haben wir es viermal gemacht. Dann gucken wir mal. Dann bekommen wir jetzt erfolgreich zubereiten und dreimal einfach zubereiten. Okay. Das heißt, mehr können wir dann heute nicht machen, außer jetzt zu sagen, wir gehen auf Gewürze anwenden. Wir nehmen hier so ein. Okay, dann wo ist denn das? Da ist die. Jetzt, wenn ich mir merken kann, wo was liegt. Ich weiß gar nicht, welche NPCs ich draußen habe. Ach, ich bin schon wieder voll mit Coins. This realm is tr Okay, hier habe ich nur AJK, die müsste aber. Ja, okay. Das heißt, If you wir suchen ever uns have jetzt it. einen anderen Charakter raus, wo wir die Freundschafts-XP boosten wollen. Ich habe sogar so nicht viele, wo das. Nehmen wir Raiden, die ist schon bei 9. Und auf 10, wie gesagt, kriegen wir auch ihr Banner. Heißt Finger. Hallo? Habe ich was? Hä? Toll. Warum wird denn das Bauen gerade gewartet? WTF, du musst doch jetzt einen Charakter platzieren können für das Event. Dann könnt ihr das. Ja, und doch verarschen gerade. Ja, dann kann ich es nicht zeigen, wie man den NPC dann füttert. Aber ja, ne, wenn ihr einen NPC noch nicht auf 10 habt, hat diesen Hintergrund von irgendeinem bestimmten NPC haben wollt. Ich muss mal was schauen. Kann ich. Zum Beispiel hier das Feuerding ist halt, wenn du D-Log auf 10 hast. Ne? Freundschaftsstufe 10 mit D-Log. Und ihr sucht euch halt jetzt irgendein Ding raus, was von irgendeinem Charakter versperrt ist. Ember, Klee, Razor. Razor sieht auch sehr schön aus. Und wenn ihr den halt noch nicht auf 10 habt, dann füttert ihr den halt jetzt mit den Rezepten, die mit den Gewürzen verändert wurden. Anscheinend kann man das dreimal machen. Ja. Also ich könnte es jetzt dreimal machen, wenn ich eine Figur hinstellen dürfte, was irgendwie bei mir nicht geht. Schade. Okay, das war das neue Event. Ich verstehe es. Warum geht's nicht? Was soll das? So, Würze aus dem Westen. Und mal schauen. Vielleicht noch ein zweites Video dazu oder so, aber ich glaube nicht. Es ist jetzt relativ leicht, da so ein bisschen kleines Minigame zum Klicken und das war's. Belohnung, wie gesagt, die ersten mega gut. Dann hier wird's schon schlechter. Und dann hier, wo einfach nur noch Geld und die XP-Schriften sind. Was soll denn das?
Also alles, was Geld und diese Mini-XP-Schriften hier sind, das könnten sie rausnehmen und durch Urgestein ersetzen. Also, uff. Aber okay, zumindest ein neues Event, was jetzt wieder über die nächsten paar Tage immer weiter freigeschaltet wird. Macht's, nehmt alles Loot mit, was ihr bekommen könnt. Sehen wir uns beim nächsten Event. Bis dahin, ciao Leute. Oder wenn 2.7 kommt, was früher ist.